Leiner Salzburg gilt seit Jahrzehnten als einer der renommiertesten Lehrlingsausbilder im ganzen Bundesland. Warum das so ist, hat die Firma am 11. und 12. September wieder einmal eindrucksvoll untermauert. Und zwar mit einem ganz speziellen Lehrlingscamp auf der Ehrentrudisalm in Elsbeten. 21 Lehrlinge werden aktuell beim Möbelhaus Leiner in Salzburg ausgebildet. Und zwar in den Bereichen Einzelhandelskaufmann, Bürokaufmann und Lagerlogistiker. Die Jugendlichen durchlaufen dabei ein enorm umfassendes Programm mit vielen praktischen und theoretischen Schulungen, die aber keineswegs nur in der Firma stattfinden, sondern auch auf so schönen Plätzen wie der Ehrentrudisalm in Elsbeten. Wir haben eigentlich angefangen mit einem Lehrlingsausflug vor mehreren Jahren und das hat sich irgendwie dann so entwickelt, dass wir aus diesem Ausflug einfach auch das ein bisschen mit Background füllt sozusagen, dass man jetzt nicht nur die jungen Mädels und Jungs irgendwo hinschickt, sondern dass man einfach einer da ein bisschen Input mitgibt. An den zwei Tagen auf der Ehrentrudisalm wurde mit Profis der Firma Die Impulsgeber fleißig und intensiv gearbeitet, wobei vieles auf sehr lustige und spielerische Art umgesetzt wurde. Im Mittelpunkt standen dabei die Bereiche Service und Dienstleistungsqualität im Umgang mit Kunden sowie Motivation und die richtige Einstellung zum Job. Was hat eine Spinne so an sich? Ist die stressig drauf? Oder? Nein, die lässt sich Zeit, dafür macht sie es nachher wirklich sorgfältig. Ja, unser Slogan ist das Helping People to Shine. Wir wollen andere Leute ein Stück weit zum Streuen bringen in ein Unternehmen. Und wir haben so ein Motto, was immer heißt, du bist der Original, lebe nicht als Kopie. Und ich glaube, im Verkauf oder im Büro oder wenn man aktiv mit Kunden zu tun hat, dürfen wir und sollten wir auch original bleiben. Die Frage ist nur, in welcher Ort, mit welcher Passion gehe ich daran? Beziehe ich Stand? Bin ich Mitarbeiter? Bin ich Mitgestalter oder bin ich mit Umherschauer oder gestalte ich aktiv das Unternehmen mit? Und in welcher Form wir das machen, ist noch ganz unabhängig. Die Tage auf der Ehrentrudisalm waren für die Lehrlinge prall gefüllt mit vielen nützlichen Tipps für das berufliche, aber auch das private Leben. Hinzu kommt noch ein weiterer großer Vorteil eines derartigen Lehrlingsseminars. Wir haben hier Lehrlinge dabei aus allen drei Lehrjahren. Das sind ganz frisch Gefangte mit dabei und Versierte. Man soll sich ja ein bisschen von oben was abschauen und die oberen oder die versierten Lehrlinge sollen ein bisschen ein Mentoring an die Jungen mitgeben. Das ist ganz wichtig und das passiert einfach beim Tagesgeschäft nicht. Da bedarf es solchen Tagen und solchen Situationen, dass man einfach genau da mal ein bisschen ein Team wird, ein Lehrlingsteam. Das ist auf der Ehrentrudisalm definitiv passiert, denn den Leiner-Lehrlingen war der Spaß zu jeder Sekunde anzusehen. Es ist einfach so eine lockere Geschichte, man fühlt sich wohl, die Trainer sind wirklich super, macht einfach Freude mit einer, dass man keinen Druck hat, wie man es von der Schule oft kennt und es ist auch angenehm. Hast du schon einiges gelernt? Ja, lernen mit Spaß nenne ich das, aber man nimmt natürlich auch was Gescheites mit in die Arbeit, das glaube ich schon. Also es macht eigentlich voll viel Spaß, weil wir dann nicht nur lernen, weil es ist echt abwechslungsreich und sie machen auch viel Spaß mit uns und erzählen uns auch sehr private Geschichten und wir lachen eigentlich voll viel und man kann aber auch viel mitnehmen und mit allen da herum sei es schon schön. Schön war auch der Abschluss des Leiner Lehrlingscamps, denn am Abend des zweiten Tages wurden im feierlichen Rahmen die Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme überreicht. Mit dabei waren auch die Eltern der Lehrlinge, die sich von dieser Idee ebenfalls begeistert zeigten. Also so wie ich gestern meinen Sohn erlebt habe am Abend, wie er heimgekommen ist, er war voll motiviert, er war total begeistert von den Vortragenden und er hat wirklich wie von innen ausgeglüht. Ich glaube, es hat ihm einfach auch die Gemeinschaft mit den anderen Lehrlingen taugt, aber er hat gesagt, er ist einfach voll motiviert und das ist einer da einfach gezeigt worden, wie man sich selber auch motivieren kann. Und das finde ich total wichtig, dass man das mit so jungen Menschen macht. Ganz großes Highlight des Abends waren sicher die einstudierten Sketche der Lehrlinge mit einem sarkastischen Blick auf das Leinerleben. Wo ist dann unter der Arbeitszeit? Mit einer Freundin telefonieren. Fingernägel lackieren. Sehr gut. Und Sie? Was? Ja, exakt. Bosch, was tun Sie unter der Arbeitszeit? Ja, ich versuche mein Bestes zu tun, dass ich einen Kunden möglichst zufrieden. Hammerne! Entschuldigung, tut mir leid, dass ich nicht. Ja, Bursch, jetzt haben wir sie ausmalen, jetzt haben wir wieder die Nummer 1 in der Welt. Und zum Schluss, was wir noch sagen wollten,
das gibt es beim Leiner nicht, das haben wir nicht, weil wir haben alles.